Hallo und herzlich willkommen bei intima.com, der Online-Praxis für Partnerinnen und Ex-Partnerinnen schwuler und bisexueller Männer. Und heute geht es um den 4. von 5 Tipps für dein starkes Selbstwertgefühl. Schön, dass du dabei bist. Der 4. Tipp heute heißt, hol dir dein Leben zurück. Hol dir dein Leben zurück. Und damit meine ich nicht dein Leben, wie es war, bevor du erfahren hast oder dahinter gekommen bist oder wie es auch immer bei dir war, dass dein Mann schwul oder bisexuell ist. Sondern ich meine mit hol dir dein Leben zurück, das Leben, wo 100% du drüber steht und auch 100% du drin ist. Und wie kriegst du dieses Leben zurück, das keine Mogelpackung ist, sondern in dem du wirklich vorkommst, in dem du nicht fremd gelebt wirst, sondern wo es wirklich um dich geht und um dein Leben, durch Selbstverantwortung. Selbstverantwortung. Und für viele ist Selbstverantwortung kein so prickelndes Wort. Da steckt oft so ein bisschen was Schweres drin und Verantwortung per se ist schon oft was, was auf unseren Schultern lastet und wir haben eh schon so viel Verantwortung für die Kinder, für die Ehe, für alles Mögliche. Selbstverantwortung ist Verantwortung für dich selbst. Und das gibt dir deine Handlungsfähigkeit zurück, deine Gestaltungsmöglichkeiten zurück, deine Selbstwirksamkeit zurück. Gerade jetzt, wo du vielleicht das Gefühl hast, dir ist alles aus den Händen genommen und du kannst irgendwie gar nichts mehr bewirken, doch, kannst du mit Selbstverantwortung. Solange du andere für das, was jetzt gerade passiert, verantwortlich machst, gibst du dein Leben in die Hand von anderen. Und das schwächt. Das schwächt enorm. Das beraubt dich deiner Gestaltungskraft und lässt dich in dem verharren, was jetzt gerade ist und was du so gerne loshaben wollen würdest. Selbstverantwortung. In dem Wort steckt Verantwortung und in diesem Wort wiederum steckt Antwort. Und da sehe ich eine unglaubliche Chance. Du entscheidest, welche Antwort du auf das gibst, was gerade in deinem Leben passiert. Du kannst das entscheiden. Du bist dieser Situation nicht hilflos ausgeliefert, wenn du Selbstverantwortung übernimmst. No more Opfer. No more fremdbestimmt, sondern Selbstverantwortung. Die Situation mag jetzt so sein, wie sie ist, aber du entscheidest, wie du auf sie antwortest. Eine zweite Sache, die mit dem unmittelbar zusammenhängt, ist: Erwarte nicht, dass dich irgendjemand rettet. Ich kenne die Situation und ich hätte mir gewünscht, es wäre irgendjemand gekommen, der mich aus dieser Situation quasi von oben gepackt hätte, mich kleine Dagmar, und aus dieser Situation rausgezogen hätte und irgendwo anders, wo es ruhig ist, wo es schön ist, wo es entspannt ist, wo es harmonisch ist, wo es nicht das Thema schwuler Ehemann gibt, ganz sanft wieder absetzt. Aber das passiert nicht. Du kannst dich nur selber retten. Allerdings kannst dafür Unterstützung geben. Wenn du erwartest, dass dich jemand anderer rettet, dann machst du dein Glück von jemand anderem abhängig. Und wenn du darauf wartest, dass dein Mann seine Entscheidungen trifft und du deine Entscheidungen davon abhängig machst und das Gefühl hast, solange der nicht weiter tut, kann ich nichts machen, solange kannst du nichts machen. In einem meiner letzten Coachings hat eine Klientin gesagt, ich kann nicht in die Zukunft sehen. Und ich habe mir gedacht, doch, in die Zukunft, die ich gestalte, kann ich doch einiges sehen.
Aber ich kann natürlich nicht in die Zukunft sehen, was mein Partner macht. Ja? Aber in meine Zukunft, wenn ich Selbstverantwortung übernehme und selber entscheide, wie ich auf die Dinge antworte, die jetzt gerade passieren und Entscheidungen treffe, die jetzt dran sind, dann kann ich bis zu einem gewissen Grad sogar in die Zukunft sehen, in meine Zukunft. Indem du Selbstverantwortung übernimmst, Verantwortung für dich selbst, übernimmst du auch das Gestalten deines Lebens. Mach dir mal deine Kreationsfähigkeit bewusst und nutze sie. Und da möchte ich dich auf eine Sache hinweisen, die ich in dem Zusammenhang extrem wichtig finde, nämlich Worte schaffen Wirklichkeit. Ja, unsere Worte kreieren unsere Welt. So wie ich rede, so wie ich denke, so wie ich rede, so fühlt sich's dann auch an. Und Marc Aurel, hast vielleicht den Spruch schon gehört, den finde ich ziemlich gut, der hat gesagt, auf die Dauer der Zeit nimmt die Seele die Farben der Gedanken an. Oder das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. Das sagt eigentlich beides fast das Gleiche aus. Und er hat noch einen dritten Spruch getan, wahrscheinlich noch einige mehr. Unser Leben ist das, wozu es unser Denken macht. Da haben wir jede Menge Kreationspotenzial und Gestaltungspotenzial, das wir ganz oft nicht nur brach liegen lassen, sondern gegen uns arbeiten lassen. Zum Beispiel, wie oft sagst du, ich muss das und das noch machen, ich muss jetzt erst noch, ich muss. Alleine indem du sagst, ich muss, gibst du Verantwortung ab. Wenn du statt ich muss sagst, ich will oder ich habe mich entschlossen zu oder ich habe mich entschieden zu, passiert was mit dir. Du kommst in eine völlig andere Energie, die deinem Selbstwertgefühl extrem gut tut. Also achte mal drauf, wann immer, oh, ich muss. Muss ich? Ich entscheide mich, dies oder jenes zu tun, dies oder jenes zu lassen. Und auf einmal hast du dein Leben zurück. Auf einmal bist du Chef im Ring. Und darum geht's. Es geht um dich, um dein Leben, dass du deine Situation bestmöglich meisterst und darüber hinaus dein Potenzial lebst. Und es gelingt dir am besten, wenn du Selbstverantwortung übernimmst, dadurch dein Leben zurückholst und es gestaltest, dass dein Name drüber steht und dein Name drin ist. Dafür wünsche ich dir ganz viel Zuversicht, ganz viel Mut. Und wenn du Unterstützung für diesen Weg brauchst oder möchtest, melde dich bei mir. Ich bin gern für dich da. Tschüss, alles Liebe.